Gäste, Kolleginnen und Kollegen, Kommilitoninnen und Kommilitonen, die sich auch unter uns gemischt haben, ich heiße Sie herzlich willkommen heute in der Funktion des Hausherrn zu diesem Volksstimme-Wahlforum. Und wenn ich in den doch sehr ordentlich gefüllten Audimax schaue, dann gäbe es fraglos den einen und anderen, den man aufgrund von Rang, Funktion und anderen besonderen Meriten eigens begrüßen müsste. Wir lassen das sein, weil wir sehr straff diese Veranstaltung hier durchführen wollen. Es gibt die Ersten, die signalisiert haben, dass sie danach unbedingt auch noch ein weiteres nationales Ereignis erleben wollen, nämlich Fußball. Das kann ich nachvollziehen. Deshalb soll es hier gleich losgehen. Gestatten Sie mir dennoch ganz kurz einen Gedanken loszuwerden. Sie wissen alle, dass wir in einer repräsentativen Demokratie leben. Das Volk äußert seinen Willen dadurch, dass es Repräsentanten wählt, und mir nötigt es immer Respekt ab, wenn Menschen bereit sind, sich für diese Repräsentanz zur Verfügung zu stellen, also bereit sind, Abgeordnete zu werden, politische Verantwortung zu übernehmen. Und das gilt für die vier, die hier vorne sitzen, für Frau Angela Gohr, für Evelyn Edler, für Herrn Tobias Kascher und für Herrn Professor Zimmermann. Sie alle stellen sich zur Wahl und sie sind bereit, diese Verantwortung zu übernehmen, also Volk zu repräsentieren. Sie vier möchte ich ganz besonders begrüßen und Ihnen ganz persönlich mal danken für diesen Einsatz. Herzlich willkommen. Und die repräsentative Demokratie lebt von noch etwas, nämlich davon, dass sie vermittelt wird. Sie muss sich in die Bevölkerung hinein auch vermitteln lassen. Dazu trägt ganz maßgeblich die Volksstimme bei oder Medien überhaupt. Und deshalb war es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir die Hochschule einmal mehr geöffnet haben für ein Wahlforum. Dafür, dass heute Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit bekommen, die Kandidaten des hiesigen Wahlkreises Wernigerode und Stadt Oberharz am Brocken, die für den Landtag kandidieren, hier persönlich zu befragen und hier kennenzulernen. Es ist also eine Selbstverständlichkeit, dass eine Hochschule, an der sowieso der kritische Diskurs gepflegt wird, sich auch für solche politischen Veranstaltungen öffnet. Und ich danke der Volksstimme, dass Sie erneut ein Wahlforum hier durchführen. Vielen Dank und herzlich willkommen den Moderatoren. Und damit will ich es auch gleich belassen und nur auf eine Veranstaltung noch hinweisen. Es gibt, und ich hoffe nicht, dass das einzige Thema heute Abend sein wird, es liegt also bei beiden Moderatoren, das ein bisschen zu steuern. Es gibt ein Thema, das uns im Moment in der öffentlichen Wahrnehmung extrem beschäftigt. Und wir werden am 1.3. dazu eine Veranstaltung hier an der Hochschule haben, in exakt dieser Räumlichkeit, nämlich unsere Generationenhochschule, zum Thema Flüchtlinge. Wir haben dazu eingeladen den Innenminister des Landes, Herrn Stahlknecht, und den Finanzminister des Landes, Herrn Bullerjahn, die uns Auskunft geben wollen über die aktuelle Situation im Lande, über die Folgen, die auch vielleicht manche Angst nehmen wollen und manche unberechtigte Sorge. Ich darf Sie zu dieser einen Veranstaltung jetzt schon hier einladen und möchte an dieser Stelle nochmal auch den Anspruch der Hochschule Harz erheben. Wir wollen an dieser Stelle ein Diskussionsforum sein, über politische Meinungen hinweg, über politische Parteien hinweg, für aktuelle brennende Themen. Dass das heute Abend so sein möge, das wünsche ich mir und Ihnen allen einen schönen Abend. Vielen Dank. Auch von mir ein herzliches guten Abend. Schönen Dank, Herr Willingmann. Immer wieder gern, sagt die Volksstimme, die Veranstaltung mit der Hochschule hier in Tradition. Auch dem Kandidaten herzlichen Dank, dass Sie erschienen sind, und vor allem das Publikum herzlichen Dank. Ich möchte ganz kurz etwas zum Ablauf sagen, dass wir wollen unser Forum traditionell nicht länger als 90 Minuten dauern lassen, denn wie Herr Willingmann schon sagte, viele wollen noch zum Fußball pünktlich sein. Wir wollen es aber auch nach der Fragerunde oder den Runden, wollen wir es gemütlich ausklingen lassen. Ich bitte Sie, frühzeitig von den Fragen Gebrauch zu machen. Erfahrungsgemäß hatten wir in der Vergangenheit oftmals dem Publikum zu wenig Zeit eingeräumt. Das drehen wir diesmal um. Und wir möchten dann Sie bitten, wenn Sie Fragen haben, kurz Ihren Namen zu sagen. Das erleichtert unseren Kollegen die Berichterstattung. Und ich darf auch gleich meine Kollegen vorstellen, die heute Abend mich als Redaktionsleiterin Regina Urbart hier unterstützen. Das ist einmal der Jörn Wegner und das ist der Burkhard Falkner, speziell aus dem Oberharz, hier angereist. Und ich begrüße auch besonders das im Publikum die Oberharzer, die ja doch erschienen sind hier. Dann haben wir verstreut noch unsere Kollegen Katrin Schröder, Holger Manik,
die Sandra Reulicke und unseren Gesamtredaktionsleiter Theo Weisenburger, der ist auch hier. Also wir begrüßen Sie alle nochmal im Namen der Volksstimme und wünschen ein angenehmes Forum. In der ersten Runde werden meine Kollegen die Kandidaten kurz vorstellen und dann geht es gleich rein in die Fragerunde. Ja, dann fangen wir an. Ja, auch nochmal von mir einen recht schönen guten Abend. Ich habe die große Ehre, die beiden Kandidatinnen unter den vier Kandidaten, die wir hier heute haben, vorzustellen. Sie sagt selber von sich, der Opa habe sie für die Politik interessiert und sie ist doch schon seit 2011 sehr aktiv hier bei uns in der Region. Ungeduld, sagt sie, ist ihre größte Schwäche. Sie liebt die Charlottenlust in Wernigerode zum Spazierengehen und sie will sich nachher dafür einsetzen, dass die Kommunen eine bessere Finanzausstattung erhalten. Willkommen, Evelin Edler. Dann kann ich gleich weitermachen. Sie sagt von sich, es war ihr größter Fehler, spät im Leben in die Politik gegangen zu sein. Und doch gehört sie seit vielen Jahren zu den aktivsten hier in der politischen Szene. Heute lockt sie Minister auf Minister in die Region, in den Harz und fehlt eigentlich kaum keiner wichtigen Veranstaltung. Sie mag den Harz im Urlaub auch mal die See oder das Meer. Und sie setzt sich ganz konkrete Ziele, unter anderem die Oberharzstadt zu stärken und das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode zu erhalten und zu stärken. Willkommen, Angela Gorn. Angela Gorn. Der nächste im Bunde ist Tobias Kascher. Es ist Zeit für Tobias Kascher, steht auf den Plakaten drauf. Tobias Kascher ist 35, Mitglied des Stadtrats und will jetzt in den Landtag in Magdeburg. 2011 kam sein Vorgänger Siegfried Siegel auf 24,8% der Stimmen bei der Direktwahl und erhielt damit den zweiten Platz hinter Frau Gohr. Herr Kascher kandidiert auf Platz 30 der Landesliste der SPD. Das heißt, dass die Sozialdemokraten durchaus ein ganz ordentliches Ergebnis einfahren müssten, wenn Tobias Kascher den Wahlkreis nicht direkt gewinnt. Der nächste, Professor Bernhard Zimmermann, ist Professor an der Hochschule Harz und er tritt für die Grünen an und möchte den Wahlkreis direkt gewinnen. Das wird wahrscheinlich nicht leicht, denn seine Vorgängerin Sabine Wetzel hatte bei der letzten Wahl 2011 7,6% erreicht. Herr Zimmermann ist kein Harzer, sondern kommt aus Aalen in Württemberg, also als Schwabe. Und grün untypisch ist er laut Volksstimme-Fragebogen lieber Schnitzel als Salat, fährt aber auch lieber Fahrrad als Auto. Dran. Ja. Ja, ich kann dann gleich übernehmen. Wir steigen ein mit einer Fragerunde, die sich an alle vier Kandidaten richtet, damit sie auch erstmal ein bisschen warm werden, damit sie auch ein bisschen noch mal was hören. Und zwar geht es um die Frage, welche Schwerpunkte jeder Kandidat stellt, wie er die Entwicklung des Harzes auf Landesebene unterstützen oder voranbringen möchte. Wer möchte anfangen? Ladies first, Frau Gohr. Ja, dann würde ich einfach mal anfangen, weil ich ja da so ein bisschen mittendrin schon bin. Also ich denke, ein Aspekt ist, dass man darauf achten muss, dass der Harz ja auf Landes- und auf Bundesebene eine riesengroße Ausstrahlungskraft hat. Und deswegen muss man diejenigen, die hierher kommen, auch immer dafür aufschließen, dass, wenn sie also sich hier im Harz der schönen Landschaft erfreuen oder der schönen Kultur oder der Bergwerke, dass die dann auch, wenn sie in Magdeburg sind und in Berlin, immer dran denken, dass dazu aber dann eben auch gehört, den Harz auch in den Fokus zu nehmen, was die Finanzausstattung angeht. Das war ja das, was Herr Falkner vorhin auch schon gesagt hat. Ich denke, das ist also ein wichtiger Aspekt. Der andere Aspekt für den Harz insgesamt liegt, glaube ich, darin, dass es wichtig ist, miteinander den Harz zu entwickeln. Also wie ja jetzt schon erste Schritte unternommen worden sind, der Harz als Ganzes, weil ich denke, dass dadurch unsere Region Harz auch noch mal mehr in den Fokus in der Bundesrepublik Deutschland genommen werden kann. Denn wir konkurrieren ja mit dem Schwarzwald und
mit diesem und jenem. Und da ist es schon wichtig zu wissen und auch nicht zu vergessen, dass leider Gottes noch nicht jeder in der Bundesrepublik weiß, wo der Harz liegt. Auch wenn wir das natürlich alle nicht glauben würden. Danke. Ja, Frau Edler. Also auf Landesebene kann man natürlich sehr viel machen, um den Harz und seine Entwicklung nach vorne zu bringen. Für mich, Sie hatten es ja schon gesagt, was eines meiner Ziele ist, gehört natürlich die kommunale Finanzausstattung. Und da hat meine Fraktion im Landtag ja schon vor 2 Jahren ein eigenes Gesetz zum Finanzausgleich geschrieben, wo die Kommunen mit 56 Millionen Euro mehr bedacht werden würden, als es jetzt der Fall ist. Das heißt, wir fordern die 1:1-Abgabe vom Bund an die Kommunen über das Land. Wenn die Kommunen wieder finanziell besser auf bessere Beine gestellt werden, können sie auch besser ihre kommunale Selbstverwaltung ausgestalten und mitgestalten und müssen sich nicht unter Haushaltskonsolidierungskonzepten kaputt sparen, auf Kosten dann von touristischen Entwicklungen, Infrastrukturmaßnahmen und so weiter und so fort. Dazu gehört auch die Forderung, die wir stellen, also ich im Speziellen, da streite ich mich auch noch mit meinem Landtagskollegen im Finanzausschuss rum, dass zum Beispiel auch Tourismus als Pflichtaufgabe etabliert wird und nicht wie jetzt im Finanzausgleichsgesetz als freiwillige Aufgabe betrachtet wird, die dann auch bei Konsolidierungsmaßnahmen runterfällt, weil freiwillige Aufgaben sind ja obligatorisch und sind keine Pflichtaufgabe, müssen also nicht unbedingt erfüllt werden. Des Weiteren würde ich mich auch für die Stärkung des Harzes einsetzen, indem das Ehrenamt weiter gefördert wird, weil wir haben, Frau Gohr hat es ja schon gesagt, eine große Vielfalt von Heimatpflege, Vereinen in Kunst und Kultur, Freiwillige Feuerwehr, Sport und so weiter und so fort. Das gehört unterstützt durch ein Ehrenamtsgesetz, was wir uns für die nächste Wahlperiode auf die Fahne geschrieben haben. Und natürlich gehört auch mit zur Stärkung des Harzes die beiden Hochschulstandorte Wernigerode und Halberstadt stark zu machen und nicht also einem Spardiktat zu unterziehen. Und denn ja, wir sitzen ja heute auch hier in den Räumlichkeiten der Hochschule Harz und wir haben ja auch letzte oder diese Wahlperiode von dem wissenschaftlichen Input profitiert in der Enquete-Kommission. Frau Gohr war ja Vorsitzende, ich stellvertretende Vorsitzende und deswegen es ist ein großes Standort Plus für den Harz, dass viele junge, gut ausgebildete Menschen hier eine Ausbildung finden können. Mach mal weiter mit Herrn Kascher. Ja, also schönen guten Abend. Viele Punkte sind ja schon genannt worden. Ich denke, was man betrachten muss, ist die unterschiedliche Ausprägung im Wahlkreis als solches zwischen der Stadt Oberharz am Brocken, Harzgerode und Wernigerode, wenn man in Magdeburg Politik macht. Weil der Bedarf einfach ganz unterschiedlich ist. In Wernigerode haben wir meistens einen ausgeglichenen Haushalt. In der Stadt Oberharz am Brocken sieht das ganz anders aus. Das ist insofern wichtig, wenn wir die Haushaltslage betrachten und uns dafür einsetzen, was insbesondere Kommunalfinanzen anbelangt. Das halte ich für ganz wichtig, da nicht den Blick für Wernigerode zu verlieren, aber durchaus auch in den nächsten Jahren sich verstärkt auch auf den Oberharz zu konzentrieren. Industrie darf nicht vernachlässigt werden. Tourismus ist ganz klar wichtig, wenn ich nach den Arbeitsplätzen gucke. Das ist für mich die oberste Prämisse, wenn es darum geht, irgendwie Leute hier zu halten. Sie wissen sicherlich alle, dass wir mehr, wenn wir die Pendlersituation angucken, dass mehr Leute den Wahlkreis verlassen, als dass sie hier reinpendeln. Insofern sind Jobs das Wichtigste aus meiner Sicht. Und die finden wir natürlich oder müssen wir natürlich meistens im Tourismus oder insbesondere im Tourismus fördern. Und da gilt es meiner Meinung nach auch einfach, junge, mutige Unternehmen zu stützen vom Land und ihnen auch die Chance zu geben, sich anzusiedeln. Ich nehme da immer gerne das Beispiel von Harzdrenalin in der Stadt Oberharz am Brocken. Die haben es geschafft, innerhalb von 3 Jahren irgendwie 25 Arbeitsplätze zu schaffen mit einer innovativen Idee. Und die müssen wir vom Land natürlich unterstützen. Wenn wir den Blick auf den Tourismus richten, und das habe ich eben schon gesagt, dürfen wir trotzdem nicht den Blick für die Industrie vergessen. Die haben wir in Wernigerode sowie auch in Harzgerode in der Stadt Oberharz am Brocken. Auch da müssen wir uns konzentrieren, dass Arbeitsplätze gehalten werden. Richtig gesagt, auch schon die Zusammenarbeit zwischen Ost- und Westharz, da ist für mich eine der Modelle natürlich die interkommunale Zusammenarbeit. Die haben wir teilweise schon angeschoben, dass wir also schon Bemühungen gemacht haben, in Richtung Wernigerode, in Richtung Oberharz, diese beiden Kommunen auch zusammenzubringen, wenn es darum geht, auch Synergien zu bilden. Danke. Last but not least, Herr Zimmermann.
Ja, der Letzte, der hat natürlich als am schwersten. Ja. Vielleicht kann ich nochmal die Frage in Erinnerung rufen. Es geht darum, also zur Sicherheit auch für das Publikum mal zu sagen, welche Schwerpunkte Sie auf Landesebene setzen oder durchzusetzen versuchen, die den Harz voranbringen können. Also die Frage hatte ich noch nicht vergessen. Nein, das war auch nicht an Sie gerichtet, sondern für uns alle. Ich möchte zwei Punkte aufgreifen. Der eine Punkt ist Tourismus. Und hier möchte ich mich eben einsetzen für einen sanften Tourismus, nachhaltigen Tourismus, der die Natur schont, der aber trotzdem eben ein intensives Naturerlebnis bietet. Und das bedeutet für mich eben bei einer überregionalen Zusammenarbeit, dass das Winterberg-Projekt, so wie es jetzt angedacht ist, eben nicht kommt, weil es eben nicht nachhaltig ist. Heutzutage in Zeiten des Klimawandels ist ein solches Projekt, das auf den Wintersport setzt, einfach nicht nachhaltig genug. Und das wird auch nicht besser, wenn man aus dem Projekt ein Ganzjahresprojekt macht. Es gibt für das Projekt noch keine Sommernutzung, ähnlich wie eben auch für die Eisarena es noch keine Sommernutzung gibt. Kein Konzept für die Sommernutzung gibt. Den zweiten Aspekt, den ich aufgreifen möchte, ist den Breitbandausbau. Und der Breitbandausbau ist also nicht nur wichtig für den Bereich Wernigerode, sondern eben auch für den ländlichen Bereich, um den ländlichen Bereich einmal anzubinden, die ländlichen Regionen, das heißt dort ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu garantieren und eben neue Technologien einzusetzen, damit eben auch diese Bereiche nicht entvölkert werden. Und ein dritter Punkt ist die Stärkung, auch wenn ich für die Grüne Partei antrete, die Stärkung der Wirtschaft, weil es nämlich darum geht, eben nicht nur den Tourismus zu stärken, sondern eben auch die Industrie, die industriellen Firmen. Und da geht es darum, die jungen Leute, die hier als Absolventen fertig werden, dass die hier bleiben in der Region als Akademiker, die Region nicht verlassen wegen der tollen Gehälter oder tollen Bedingungen in Süddeutschland, sondern dass sie erst gar nicht weggehen. Und der zweite Punkt ist, man muss Arbeitsplätze auch im industriellen Bereich schaffen, damit die wieder zurückkommen, nachdem sie eben das tolle Erlebnis hatten, am Bodensee im Winter den Nebel zu erleben und frustriert zu sein, dass die Region eben gar nicht so schön ist, wie man sich das vorstellt, dass sie dann wieder zurückkommen im Harz und dann eben hier bleiben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank und jetzt eröffnen wir die Fragerunde. Da geht schon ein Arm hoch. Warten Sie noch, Sie kriegen noch ein Mikro gereicht. Ja. Und ich bitte Sie, wenn Sie Statements abgeben, kurz und auch entsprechend die Fragen dann präzise zu formulieren. Ja, mein Name ist Reiche und ich werde mich an Kurzformulierungen halten. Ich sage mal, es ist schön, dass wir heute schon zwei gestandene Mitarbeiter bzw. Abgeordnete des Landtages hier haben, die uns auf Fragen antworten können, was sie denn in den letzten 4 Jahren erreicht haben und nicht, wir wollen nicht nur wissen, was sie mal machen wollen, das steht sowieso in den Sternen. Und da freue ich mich, dass ganz besonders, dass Frau Edler als Mitglied des Finanzausschusses arbeitet und Frau Gohr als Mitglied des Kulturausschusses des Landtages. Und jeder von uns weiß ja, dass Ausschüsse in großen Teilen, mache ich was falsch? Nee. Ja, Sie haben jetzt noch eine knappe Minute noch, bitte. Ich? Ja. Zur Fragestellung? Ja. Also wenn das so ist, dann mache ich es ganz kurz. Ich möchte genau von Frau Edler wissen, was sie getan hat, um zu verhindern, dass die IBG-Affäre in den Sumpf abrutscht, dass die Klaas-Hübner-Gruppe, dass den Steuern erlassen werden in Höhe von 60.000 Euro, nur weil sie Kumpels von dem Herrn Finanzminister sind. Und von Frau Gohr möchte ich gerne wissen, dass wann endlich die Kürzungen für die Theater aufhören. Gucken Sie sich mal das Halberstädter Theater an, die pfeifen auf dem letzten Loch, was die Frage Finanzen betrifft, damit die mal wieder etwas stärker ins Rennen kommen. Wenn Sie sich das Orchester vor 4 Jahren angucken und heute, da kriegen Sie das Grausen, weil das nämlich gar nicht mehr schön klingt. Ist meine Zeit jetzt um? Ja. Gut. Danke.
Ich danke Ihnen. Die Fragen sind angekommen. Okay. Also so, Frau Edler. Dann würde ich mal beginnen. Sie haben mich mal ja angesprochen, da ich ja im Finanzausschuss in den letzten 5 Jahren Mitglied war. Was das Problem, was Sie angesprochen haben, die IBG-Affäre, wurde in einem extra Untersuchungsausschuss behandelt, in dem ich kein Mitglied war, sondern also Fraktionskollegen von mir, zum Beispiel Dr. Frank Thiel, der unser wirtschaftspolitischer Sprecher im Landtag, unsere Fraktion ist. Also unsere Leute, wir haben da auch den Ausschussvorsitzenden gestellt mit Guido Henke, haben natürlich alles daran getan, um Aufklärung herbeizuführen. Aber wie Sie ja auch aus der Presse entnehmen konnten, sind ja dann Akten verloren gegangen oder wurden dann erst später, kurz vor Ende des Ausschusses, gefunden und so weiter und so fort. Also wir bedauern sehr, dass diese Personen, handelnden Personen, nicht so in dem Sinne zur Rechenschaft gezogen worden sind, wie sie es eigentlich verdient hätten. Ich jetzt als Finanzausschussmitglied kann da jetzt aus dem Finanzausschuss nichts sagen, weil es nie Thema war im Finanzausschuss, aber ich kann Ihnen versichern, dass meine Kollegen und Kolleginnen im Untersuchungsausschuss da nachgebohrt und nachgehakt haben, nach bestem Gewissen und Möglichkeiten. Und natürlich ist das eine tragische Sache, dass so ein Fördermittelskandal in Sachsen-Anhalt auftaucht. Und das war ja nicht der erste, der jetzt in dieser Wahlperiode ans Tageslicht befördert worden ist. Wir sehen da eine andere Fördermittelpolitik und stehe dann auch noch zur Verfügung für Fragen und Anmerkungen. Danke, Frau Eva. Ja, meine Frage beschwert mich natürlich etwas, weil der Prozess der Kürzung der Mittel für Theater und Orchester, das haben Sie ja alle mitbekommen in den Medien, ein sehr, sehr langwieriger und auch ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess gewesen ist. Und die Bedingungen, die finanziellen Bedingungen auch relativ schwierig sind, weil ja auf der einen Seite das Land jeweils einen Zuschuss gibt und das Land hat ja seine Mittel gekürzt. Und das Land ist ja auch nicht nur für das Halberstädter, also für das Nordharzer Städtebundtheater zuständig oder für unser Orchester, sondern für alle anderen auch. Und auf der anderen Seite sind aber gerade jetzt hier bei uns in der Region auch zum Beispiel der Landkreis und die Kommunen mit im Boot. Und alle Stellschrauben, die sich verändern, haben natürlich auch dann gravierende Auswirkungen auf die Finanzsituation des Landkreises und in diesem Fall auch der Stadt Wernigerode. Wir haben also als Stadt Wernigerode für unser Kammerorchester ja auch nochmal einen, wie sagt man so schön, einen Schluck aus der Pulle genommen, um das Orchester zu unterstützen. Wie sich die Entwicklung zukünftig entwickelt, das muss man sehen. Es wird aber sicherlich nicht so sein, dass da unendlich viel mehr Geld fließen kann, weil wir ja als Landespolitiker eben natürlich auch noch andere Kultur oder kulturelle Dinge mit im Blick haben müssen, also zum Beispiel auch freie Theater, Jugendtheater, sodass ich denke, es ist wichtig, also ich hätte einen Tipp, was das Allerbeste wäre, wenn so viele Menschen wie überhaupt nur möglich ins Theater gingen, weil wir haben also hier zum Beispiel bei unserem Kammerorchester haben wir also eine enorm hohe Auslastung im Vergleich jetzt zu anderen Einrichtungen des Landes. Aber wenn jetzt auch noch ganz viele Wernigeröder zum Beispiel ins Halberstädter Theater gehen würden, dann wäre das sicherlich etwas, wo man dann auch auf Landesebene vielleicht nochmal doppelt gucken muss, ob man da nicht vielleicht noch ein bisschen mehr Geld reingibt. Dankeschön. Die nächste Meldung. Ja. Hendrik Thurm, schönen guten Abend. Ich habe eine Frage an Frau Gohr und Herrn Kascher. Seit Dezember liegen bei ca. 4.500 Hausbesitzern in Wernigerode und Umgebung Abwasserbescheide vor. Die rühren auf ein Gesetz, was im Juli verabschiedet wurde letztes Jahr im Landtag. Momentan liegt das auf Eis. Mich würde interessieren, ob die beiden Kandidaten sich, wenn sie in die Regierungsverantwortung kommen, sich für die Rücknahme des Gesetzes einsetzen. Aus meiner Sicht kann die Frage mit Ja oder Nein beantwortet werden. Danke. Ich würde sagen, Herr Kascher zuerst. Ja, also ich denke, die Frage kann mit Ja beantwortet werden. Aber ich denke, das Problem des Herstellungsbeitrags 2, darauf spielen Sie an,
ist ein Stück weit komplexer zu betrachten als vielleicht mit einer Antwort ja oder nein. Wenn man das vielleicht ein bisschen in der Historie sich auch anschaut, wie das gewachsen ist, dann wissen Sie alle, die davon betroffen sind, dass das Innenministerium Druck auf die Kommunalaufsicht gemacht hat, diesen Herstellungsbeitrag über die Verbände einzufordern, Bescheide zu erlassen. Dafür hat es eine Verjährungsfrist gegeben, insbesondere für die Anschlüsse, die vor 1991 angebracht wurden, also für die Altanschließer. Die sind im Speziellen oder im Besonderen oder nur davon betroffen. Insofern sind die Bescheide, gab es eine Verjährungsfrist bis zum letzten Jahr. Davor sind die Bescheide entsprechend erlassen worden. Und die Rechtssituation, wie sie sich jetzt darstellt, also erstmal ist auch, dass die Bescheide erlassen wurden, das ist auch erst einmal juristisch auch in Ordnung. Die Situation, wie sie sich jetzt darstellt, ist, dass natürlich die meisten von denen, die die Bescheide bekommen haben, entsprechend in die Revision oder entsprechend dagegen angegangen sind. Das ist aus meiner Sicht auch erstmal der richtige Weg, der wurde auch entsprechend empfohlen. Und jetzt ist meiner Auffassung nach einfach abzuwarten, wie auch das juristische Urteil der Situation sich darstellt. Was die SPD-Fraktion im Landtag dazu gemacht hat, insbesondere unser Innenexperte Rüdiger Erben, er hat zwei Empfehlungen gegeben. Zum einen ein Gutachten machen zu lassen, wie sich die Situation darstellt und gelöst werden kann an den Innenminister. Das soll noch vor der Wahl erfolgen. Also vor der Wahl ist der Innenminister, CDU-Innenminister, aufgefordert worden von uns, einen entsprechenden Gutachter zu installieren und eine Einschätzung der juristischen Lage und auch eine Einschätzung davon zu bekommen, wie dort weiter vorgegangen wird. Und aus meiner Sicht ist das in dem Fall abzuwarten, dass sich natürlich die Altanschließer ungerecht behandelt fühlen, ist völlig nachvollziehbar und ist im Grundsatz so auch in Ordnung. Und ich hoffe, dass wir auch mit diesem Gutachten, das wir fordern, sofern es denn auch gemacht wird, das ist die Grundvoraussetzung, dann auch zu neuen Erkenntnissen kommen. Danke. Frau Gohr? Ja, aus meiner Kenntnis wird es zu diesem Gutachten kommen und ansonsten würde ich mit ja antworten. Herr Zimmermann, so, wollte, Herr Zimmermann möchte. Ich habe noch eine Ergänzung. Also ich bin kurze Ergänzung, Herr Zimmermann. Ganz kurze Ergänzung. Viele Meldungen. Also ich bin im Verwaltungsrat des Abwasserverbands Holtemme-Bode und möchte sagen, dass das der einzige Verband war, der sozusagen von sich aus gesagt hat, wir machen das nicht mit. Das gibt also einen einstimmigen Beschluss des Verwaltungsrats, der nachher durch die Kommunalaufsicht eben aufgehoben ist. Und die anderen Verbände, die haben von vornherein eben die Bescheide ausgeteilt, weil sie natürlich auch eine Einnahmequelle gesehen haben, das muss man eben sagen. Aber der Abwasserverband Holtemme-Bode hat es eben nicht so gemacht. Danke. Frau Edler wollte auch noch was ergänzen. Ich möchte ja oder nein einfach nur jetzt. Also ich würde gerne weitergehen. Ja, also ja. Unsere Fraktion hat sich da zur letzten Landtagssitzung dieser Wahlperiode ganz klar geäußert und hat gesagt, also diese Bescheide sind unrelevant und sind also ungerechtfertigt. Und deswegen haben wir gesagt, also alle Bescheide sind zurückzuziehen und nicht zu beachten. Okay. Danke. So, neben Herrn Reichel hatte sich heute früh in der Redaktion... Wie bitte? Neben Herrn Reicher hatte sich heute früh in der Redaktion auch Frau Tannert als Fragestellerin angemeldet und ich würde sie, hat sie auch schon gemeldet, und würde sie auch bitten, dann die Frage zu stellen. Gut. Ja, Brigitte Tannert, Bürgerinitiative B244 Wernigerode und Schreverdastverkehr. Die Ortsumgehung für Wernigerode ist im neuen Bundesverkehrswegeplan angemeldet. Ende März soll das Bewertungsverfahren beendet sein. Danach beginnen 6 Wochen öffentliche Beteiligung. Meine Frage an alle 4 Abgeordneten, denn unser Vorhaben geht nur in konzertierter Aktion. In welcher Form können und wollen Sie uns unterstützen, damit wir dieses Verkehrsprojekt in den vordringlichen Bedarf eingestuft bekommen? Auf die Realisierung warten Anwohner und Touristen. Die Stadt verliert ihre Substanz und die Fachwerkhäuser nehmen weiter Schaden. Man bedenke, allein an der B244 liegen 750 Gästebetten. Auch das ist ein Erwerbsfaktor. Also die Frage war klar an alle Kandidaten gerichtet. Herr Kascher war der Erste, der sich gemeldet hat. Also. Und dann Frau Gorn. Aber Herr Kascher, nicht nochmal so ganz lang. War zu lang, okay. Ja. Kurz. Versuche ich es kurz zu machen.
Frau Tannert, Sie wissen ja, dass wir uns zum einen als SPD-Fraktion im Stadtrat schon lange dafür einsetzen und waren auch Mitinitiator der Erklärung, die dann im Stadtrat auch verlesen wurde, dass wir uns natürlich hinter die Bürgerinitiative stellen. Die Argumentationen, die beim Bundesverkehrswegeplan natürlich eine Rolle spielt, sind natürlich größtenteils Fragen der Verkehrsdichte und weniger die Argumente, die Sie angebracht haben. Wir haben aber nochmal deutlich gemacht, und da waren Sie ja auch dabei, dass es im Fall von Wernigerode, was im Vergleich zu anderen Projekten im Bundesverkehrswegeplan eine andere Argumentation braucht, nämlich das, was Sie gerade selber sagten, den Tourismus und die Struktur der Häuser, die natürlich erheblich Schaden nehmen. Wir haben das insofern unterstützt und werden das weiter unterstützen, unter anderem mit unserem Bundestagsabgeordneten Burkhard Lischka, der leider nicht im Verkehrsausschuss ist, das spielt auch immer irgendwo eine Rolle, dass wir also weiterhin dranbleiben und jetzt einfach nur hoffen können, dass wir vielleicht doch mit ein bisschen Glück in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes kommen. Wenn nicht, müssen wir weiterhin dranbleiben, und wenn doch, dann müssen wir uns mit unserem Bundestagsabgeordneten, aber natürlich auch auf allen Ebenen im Land sowie auch in der Stadt weiterhin, so wie wir das immer gemacht haben, an dieser Stelle weiterhin dafür einsetzen, weil ich glaube, alle Bürger haben das bitter nötig, dass da was passiert. Danke. Frau Gohr? Frau Tannert weiß ja, wie lange ich auch schon an dem Thema dran bin. Wir haben ja auch schon Bundespolitiker hier gehabt aus dem Verkehrsbereich. Und ich denke, also ich werde mein Engagement dafür ja auch weiter fortsetzen. Ich denke, das versteht sich von selber. Wir sind ja auch beim Minister gewesen. Ich glaube, mit Dr. Brachmann und Ludwig Hoffmann, die hier irgendwo sitzen. Aber ich denke, in der Angelegenheit sind wir einen großen Schritt weitergekommen bei der Veranstaltung im Kartoffelhaus, wo eben genau das, was Frau Tannert gesagt hat, also die hohe Hoteldichte, ja nochmal als zusätzlicher Faktor genannt worden ist. Und es kommt ja auch hinzu, dass wir Schulen und Turnhallen und so weiter an dieser Straße haben, sodass ich denke, dass sich im Laufe der Jahre da noch zusätzlich bedeutende Faktoren entwickelt haben, die dieses Unterfangen, hoffe ich, in der Akzeptanz dann nachher auch mit unterstützen. Aber wie Herr Kascher schon sagte, ist es natürlich auch eine Frage der Verkehrsdichte. Aber ich hoffe, dass es zu einem guten Ende kommt, Ende März. Also ich möchte es ganz kurz machen. Ich kann mich meinen Vorrednerinnen und Vorrednern anschließen. Und wir hatten auch schon im Vorfeld der Veranstaltung im Foyer ein Gespräch mit einer Vertreterin der Bürgerinitiative. Und ich hatte ihr nochmal ans Herz gelegt, sich nochmal an alle Stadträte zu wenden, um nochmal auch den politischen Druck im Stadtrat zu erhöhen. Und wir werden uns natürlich auch auf Landes- und Bundesebene dafür einsetzen, dass das mit ins Verkehrswegeplanung berücksichtigt wird. Herr Zimmermann? Ich mache auch ganz kurz, also schließe mich natürlich den Vorrednern an, bin auch für eine Umfahrung. Man muss nur eben sehen, das ist weder ein Stadtratsproblem, noch ein Kreistagsproblem, noch ein Landtagsproblem, sondern es ist erstmal ein Bundesproblem. Man muss also auf den Bund einwirken, und das ist eben nicht ganz so einfach, wie man sich das eben vorstellt. Danke. In dem Zusammenhang gibt es eine Leserfrage. Bitte. Eine ergänzende Frage? Ich gehöre auch zur Initiative Schwerlastverkehr frei in Wernigerode. Und ich möchte gerne noch mal sagen, dass die Anmeldung für den Verkehrswegeplan ja nicht von unserer Initiative ausgeht, sondern von der Gemeinde. Und insofern ist auch die Gemeinde im Grunde genommen ganz stark gefragt, jetzt in der Öffentlichkeitsarbeit dazu beizutragen, dass es weitergeht. Die Bürgerinitiative kann das unterstützen und auch Argumente liefern, aber wir brauchen auch gezielte Argumente von Politikern, weil die Touristen, ich bin sehr viel im Gespräch mit den Touristen, die sind wirklich sehr betroffen, weil die Fußwege sehr eng sind, sehr schmal und es gefährliche Situationen gibt. Und da hätte ich gerne nochmal, wir brauchen Argumente von Politikern, die das mit unterstützen, und das fehlt uns sehr. Okay. Ja, vielleicht dazu, und dann würde ich ganz gerne meine ergänzende Frage, dann weiter. Ich würde dazu ganz klar sagen wollen, dass wir sowohl als Stadtrat Wernigerode als auch als Kreistag uns da ganz klipp und klar deutlich zu geäußert haben und auch darum gebeten haben, das Anliegen zu unterstützen, und dem ist auch Folge geleistet worden. Also ich denke, diese Ebenen sind ausgeschöpft und sind eigentlich auch einstimmig, kann man sagen, genau der Meinung, dass das befördert werden muss. Ja, also da gibt es eine Leserfrage, wenn es soweit kommen sollte, dass die Bürgerinitiative beispielsweise zu einer Sitzblockade auf der
B244 in Nöschenrode aufruft, ob sie sich beteiligen würden. Jetzt nur Ja und Nein. Ganz, ganz, wenn die Worte dann eben nicht mehr helfen. Also ich würde mich da bestimmt beteiligen. Ich habe die Nöschenröder Straße schon gefegt und habe alles schon durch mit der Bürgerinitiative. Also ich würde mich da in jedem Falle mit hinsetzen, falls ich noch runterkomme. Herr Kascher, setzen Sie sich mit hin? Ja, klar. Also, okay, wenn's reicht. Ja, klar. Also ich setze mich damit hin, ja. Frau Edler? Ja, natürlich. Ja, und Herr Zimmermann? Auch. Okay. Also nehmen Sie das auf. Vielleicht ist das eine Idee. So, wollen wir? Da gibt es noch Meldungen. Wer durfte jetzt? Reiche. Ihr könnt mal ein bisschen, ich habe jetzt die Reihenfolge nicht. Der Herr Reiche war schon. Ja. Ich würde sagen, Herr Reiche, kleinen Moment. Oh, jetzt haben. Ja. Bei dir gibt es noch andere. Hm. Eine kurze Frage? Hm? Ach so, Entschuldigung. Oh, habe ich mich verguckt. Ich wollte nicht mehr. Ja, eine Frage an Herrn Kascher. Sagen Sie erstmal Ihren Namen, bitte. Reichel. Soweit. Auch noch. Okay. Bitte. Ich hatte Sie heute schon angerufen. Ach, Sie waren das. Eine Frage an Herrn Kascher. Herr Kascher, Sie sind ja, soweit ich informiert bin, bei der HSB beschäftigt. Und Obere Hasselröder interessiert besonders der Bahnhof und dessen Zustand. Der ist ja katastrophal. Die Volksstimme hat darüber bereits mehrfach berichtet. Eine Bürgerinitiative hat erreicht in diesem Jahr, dass es eine Zustimmung seitens der HSB gab, die Zustände abzustellen und wieder einen Übergang zu schaffen. Es gibt ja hier ein Geländer, das den Durchgang sperrt. Die Stadt hat das wohl mitfinanziert, für uns unfassbar. Aber das ist eine andere Frage. Eine zweite Frage ist die, es wird in der Agenta gebaut. Es entstehen glücklicherweise Wohnungen, der Zustand wird verändert. Und auf dem Bahnhof Hasserode in der Burgmühlenstraße setzt die HSB immer wieder die Gleisbautechnik ein oder beauftragt die von ihr erstellten Firmen damit, dort nächtlich auch zu arbeiten. Das ruft ruhestörenden Lärm hervor. Das ist meine Frage. Welche Meinung haben Sie dazu? Wie soll das weitergehen? Eine zweite Frage gleich an Professor Zimmermann. Bündnis 90 Die Grünen setzen sich ja für die Umwelt ein. Das ist auch sehr schön. Das begrüßen wir ja auch. Und der Oberharz zeigt sich aber durch eine ganz besonders nicht gerade ansehenswürdige Gestaltung der Wälder. Die Bäume sind durch den Borkenkäfer abgestorben, die Heinrichshöhe und am Gelben Ring, wenn man da lang geht, sieht das ganz furchtbar aus. Es gibt die Aussage, dass hier der Wald sich selbst erneuern soll, der Waldumbau selbst vonstatten gehen soll durch die Natur selbst. Aber ich kann da nicht dran glauben. Es gibt keine samenspendenden Mutterpflanzen. Und es wird dann, wenn das so bleibt und keiner hier eingreift, die Bäume fällt und pflanzt, dann wird es auch so kommen, dass irgendwann der Wald dort oben die Moore austrocknen und dann wird der Wasserhaushalt auch negativ beeinträchtigt. Welche Meinung ist Ihre dazu? Dankeschön. Ja, vielen Dank. Also ich bitte ja an der Stelle, oder versuche das auch immer ein bisschen auch hinzubekommen, dass ich natürlich das, was ich beruflich tue und das, was ich politisch tue, auch immer ein Stück weit zu trennen. Das gehört, ist immer wichtig, aber an der Stelle habe ich natürlich eine Meinung und will das auch gerne sagen. Es geht ja um die Gleisbauarbeiten im Bereich Hasserode. Soweit ich weiß, weil es auch nicht das, mich direkt berührt, weil ich im Marketing und Vertrieb arbeite, das ist das Thema Infrastruktur, müssen wir an dieser Stelle auch als HSB, und das machen wir eigentlich immer, das weiß ich auch von unserer Öffentlichkeitsabteilung, um Verständnis bitten, weil wir natürlich, wenn es Gleisbauarbeiten gibt, die wir immer von Jahr zu Jahr natürlich durchführen müssen, um den Gleiskörper auch in dem Zustand zu lassen, wie wir ihn brauchen, das hat auch mit Verkehrssicherheit zu tun, natürlich arbeiten, in der Nacht machen müssen, um natürlich auch unseren Zugverkehr am Tage zu gewährleisten. Sie werden wissen, dass wir als HSB natürlich finanziert werden von den Kommunen, von den Ländern und das für uns sehr wichtig ist. Und insofern sind wir natürlich auch darauf angewiesen oder sind auch angehalten, natürlich auch unseren Zugverkehr 365 Tage am Jahr am Tage auch bereit zu halten und natürlich auch die Touristen zum Brocken zu bewegen. Insofern bleibt uns an der Stelle teilweise nichts anderes übrig, als diese Gleisstopfarbeiten, darauf spielen Sie, glaube ich, an, auch in der Nacht durchzuführen. Das sind immer mal der ein oder andere Termin im Jahr, wo wir das durchführen. Dann weiß ich auch, dass wir auch mit den Anwohnern sprechen, entsprechende Informationen vorher machen und um Verständnis bitten. Und da kann ich an dieser Stelle wirklich nur um Verständnis bitten, diese Tage im Jahr Verständnis aufzubringen, wenn wir die Arbeiten am Gleisbett machen wollen, damit wir am Tage eben fahren können und am Tage natürlich auch unsere Gäste auf den Brocken bringen können.
Ich schlage an der Stelle auch vor, Herr Reiche, wenn Sie dann noch mehr Fragen haben, dass Sie im Anschluss einfach die Möglichkeit nutzen, mit Herrn Kascher beim Bier darüber zu reden. Kommen wir zu der zweiten Sache ganz kurz, Herr Zimmermann, denn wir würden ganz gerne mal kurz auf einen Block überleiten, bevor wir dann wieder ins Publikum die Fragen geben. Ja, also ich gebe Ihnen recht, dass der Zustand so ist und eben nur durch Aufforstung eben behoben werden kann. Okay. Das muss getan werden. Gut. Ja, ganz kurz in einen Block gehen wir jetzt. Björn. Genau, wir möchten jetzt gerne mit dem ersten Block anfangen, also Leserfragen oder Zuhörerfragen kommen dann noch später. Vielleicht ergibt sich jetzt schon was. Wir haben drei Blöcke geplant und wollen wenigstens so ein bisschen davon behandeln. Der erste ist zum Thema Bildung und Forschung, ganz grob. Und zwar hatten wir da vor kurzem in der Zeitung die Meldung, dass unter angehenden Akademikern Sachsen-Anhalt äußerst unbeliebt ist. Also nur ein kleiner Bruchteil von denen sieht wirklich eine Zukunft für sich in diesem Land nach dem Studiumabschluss. Und da würde ich gerne mal wissen, woran liegt das und wie möchten Sie das ändern? Gibt es da irgendwelche Konzepte? Vielleicht Frau Gohr zuerst, denn Sie sind ja Teil der Regierungsfraktion, der größeren. Ja, sagen wir mal so, ich finde das natürlich auch höchst bedauerlich, gar keine Frage. Aber erstmal würde ich als Landespolitikerin sagen, es ist doch sehr gut, dass so viele junge Menschen hier bei uns in Sachsen-Anhalt studieren. Also, dass sie überhaupt hierher kommen zum Studium. Also, wenn ich in Richtung von Professor Willigmann gucke, er freut sich ja auch über viele Studierende aus anderen Bundesländern. Und ich denke mal, wie man die jungen Menschen hier bei uns in Sachsen-Anhalt halten kann, das wird sicher einer der entscheidenden Diskussionspunkte sein für die nächste Wahlperiode, weil dazu natürlich gehört, dass die jungen Leute also erstmal auskömmliche Jobs haben müssen. Ich würde auch denken, dass ein wichtiger Aspekt ist, dass junge Leute schon während der Schule und während des Studiums sich damit beschäftigen, dass sie sich vielleicht mal selbstständig machen. Weil selbstständig machen kann ich mich ja überall, auch hier bei uns in Sachsen-Anhalt. Aber es müssen eben die entsprechenden Bedingungen sein. Und ich denke, da müssen wir also schon schauen, dass wir attraktive Umfelder haben. Also dass wir zum Beispiel auch, wenn junge Leute hier Firmen eröffnen, dass wir ihnen dann Rahmenbedingungen dafür bieten, dass sie das gut auch hinbekommen, dass sie also auch das Risiko dann auf sich nehmen, dass man ihnen vielleicht Kapital oder andere Förderung zur Verfügung stellt. Aber das wird, also das ist ganz einfach schwierig. Und wenn man mal guckt, wie das mit jungen Leuten ist, dann ist es schon immer so gewesen, dass junge Menschen dahin gehen, wo sie eben auskömmliche Arbeit haben. Und deswegen müssen wir genau dafür sorgen, hier gute Arbeitsplätze und gute Gründungsbedingungen. Ja, also Ihre Frage ist ja eher keine Bildungsfrage, denn wir haben ja gute Hochschullandschaften und Universitäten hier in Sachsen-Anhalt und auch ein Bundesland, das keine Studiengebühren nimmt. Von daher ist das kein Bildungsthema, sondern eher ein arbeitsmarktpolitisches Thema und ein wirtschaftspolitisches Thema. Und wie Frau Gohr schon zu Recht gesagt hat, müssen wir eben danach sorgen, dass zum Beispiel der Ausbildungsplatz in Halberstadt zum Beispiel für den öffentlichen Dienst, dass im Sachsen-Anhalt und der öffentliche Dienst in Sachsen-Anhalt wieder zum attraktiven Arbeitgeber wird. Und das heißt, dass eben die Verwaltung sich irgendwo auch modernisieren möchte. Und wir haben zum Beispiel jetzt, morgen stelle ich zum Beispiel einen neuen Gesetzentwurf vor zum Personalvertretungsgesetz, wo wir die Mitbestimmungsrechte im öffentlichen Dienst stärken wollen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, aber auch ausreichende Löhne, flexible Arbeitszeiten, Arbeitszeitmodelle anzubieten und natürlich Anreize auch zu schaffen für junge Familien. Also wie ist die Kita-Struktur, wie die Schullandschaft, was wird mir kulturell hier noch geboten, wie sind die Freizeitmöglichkeiten, wo kann ich mich ehrenamtlich engagieren und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die für junge Leute dann auch eine Rolle spielen. Also welche Standortfaktoren? Möglichst kurz, ja, vieles ist gesagt worden. Ich glaube, ganz wichtiger Aspekt ist die Kinderbetreuung. Es klang ja zum Teil schon an, die SPD hat ganz, ganz konkrete Vorschläge, weil ich glaube, dass das eine der Bedingungen ist, warum Leute dann auch nach dem akademischen Abschluss
Genauso wichtig wäre aber auch natürlich eine duale Ausbildung an der Stelle. Die Industrie sucht ja händeringend auch junge Leute, die einfach eine duale Ausbildung machen. Das ist auch ganz wichtig neben dem akademischen Abschluss. Aber ich glaube, die Kinderbetreuung ist einer der wichtigen Aspekte. Die SPD hat ganz konkrete Vorschläge gemacht, zum Beispiel den Beitrag der Eltern auf 190 Euro zu deckeln, aber auch natürlich die 10-Stunden-Betreuung zu gewährleisten an der Stelle und auch Schließzeiten während der Ferien abzuschaffen, also sozusagen auch während der Ferien ist Kinderbetreuung möglich. Ich glaube, das sind einige der Punkte, die wichtig sind, wenn es darum geht, auch Leute hier zu halten und ihnen die Möglichkeit und die Rahmenbedingungen zu geben, auch einen Job anzunehmen. Herr Zimmermann noch, Sie kommen ja aus der Praxis. Was läuft hier falsch, was müsste besser werden? Also ich denke, es ist wichtig, damit die jungen Leute hier bleiben können, dass erstmal entsprechende Arbeitsplätze da sind. Ansonsten müssen die einfach weggehen. Und als zweites muss die Entlohnung auch entsprechend sein. Denn nur wegen dem schönen Harz bleiben die nicht hier, sondern sie nehmen eben dieses Angebot aus Süddeutschland an. Und da gilt es eben, Arbeitsplätze zu schaffen. Beispielsweise im Bereich der erneuerbaren Energien gibt es viele Möglichkeiten, Arbeitsplätze zu schaffen, gerade jetzt für die technischen Bereiche. Denn Techniker sind eben, also in meinem Fachbereich ausbilden, sind bodenständig. Die wollen eigentlich nicht weg und gehen aber, weil sie hier eben keine Arbeitsplätze finden. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Das andere, was gesagt wurde, unterstütze ich natürlich auch. Die Infrastruktur muss da sein, die Kinderbetreuung muss da sein und Kulturangebote und Ähnliches, sonst gehen die in die Großstädte. Man könnte, das ist meine letzte Bemerkung, man könnte zum Beispiel die Frage auch anders stellen. Die Hochschulen in Sachsen-Anhalt haben einen hervorragenden Ruf. Warum haben wir im technischen Bereich so wenig Studierende an der Hochschule Harz? Und das liegt eben auch unter anderem daran, dass eben die Schüler, ich bin gleich soweit, dass eben die Schüler raus wollen in die Großstadt. Danke. Versuchen zu halten. Gibt es zu diesem Thema, also zum Thema Hochschulen, Hochschulreform, gibt es da exakte Fragen wirklich nur zu diesem Thema? Oder Bildung? Sehe ich eine dort hinten. Mikrofon kommt. Zwei. Mein Name ist Volker Reinhold, ich bin Bürger von Wernigerode. Eine Frage an den Professor Zimmermann. Ich bin der gleichen Meinung wie er, dass die Stärkung der Wirtschaft nicht nur in Wernigerode, sondern in ganz Sachsen-Anhalt ein fast überlebenswichtiges Thema ist. Wenn man sich die Statistik anguckt, bilden wir in Sachsen-Anhalt ein ruhmarmes Schlusslicht. Und das hat Ursachen. Die Ursachen sind darin, dass die großen finanzkräftigen Konzerne und Betriebe vorwiegend im Süden Deutschlands sind. Dort wird geforscht und nur über Neues und neue Erkenntnisse kann man Arbeitsplätze schaffen, kann man auch tatsächlich Unternehmen gründen, die den Ansprüchen von jungen Facharbeitern und auch Ingenieuren genügen. Meine Frage an den Zimmermann lautet, mit welcher Methode wollen Sie im Landtag erreichen, dass Mittel der Forschung bereitgestellt werden und damit, ich sage mal frecherweise, ködern große Unternehmen, die hier Forschungsarbeit leisten, mit der Verpflichtung, hier anschließend zumindest ein kleines Unternehmen zu gründen. Danke. Machen wir vielleicht ganz kurz, die Frage war ja an Sie. Irgendwann, jetzt bin ich mal nicht zum Schluss dann. Es muss so sein, dass die Forschungsförderung eben einmal natürlich zu den Universitäten geht, das heißt also zur Grundlagenforschung, aber insbesondere eben auch zu den Fachhochschulen, die eine angewandte Forschung machen, weil die Fachhochschulen eben dann die Forschungsabteilung der Unternehmen sein können, das heißt also eine Zusammenarbeit zwischen den Fachhochschulen und den Unternehmen. Und das gilt übrigens nicht nur für die Großfirmen, sondern das gilt insbesondere für die kleinen Firmen hier, dass dort eben Projekte mit den kleinen Unternehmen und den Hochschulen gemacht werden, natürlich auch mit den Universitäten, aber insbesondere mit den Fachhochschulen. Danke. Da gab es noch Meldungen. Zwei habe ich dann noch gesehen, drei. Ja, der Herr. König ist mein Name. Ich habe mal eine Frage zur Rentenpolitik. Kleinen Moment, da muss ich echt jetzt mal ganz kurz abwürgen. Sie kommen nachher noch dran. Rentenpolitik haben wir nachher noch. Ja, da haben dann, wie gesagt, geben Sie einfach das Mikrofon eine Reihe weiter hinter sich. Ja. Ich denke, das Wort.
Ja, mein Name ist Carrie Barner, guten Abend. Ich habe eine Frage an alle Kandidaten zur Bildungslandschaft. Vom Prinzip her haben Sie mir eine Frage schon vorab genommen, was will also die Regierung tun oder besser gesagt der Landtag da tun, um junge Leute hier in Wernigerode und Umgebung, Harz ja, und überhaupt Sachsen-Anhalt zu halten. Aber ich möchte auch wissen, wie sieht und mit Ihnen und Ihrer Partei die Bildungslandschaft aus? Wie wird sie sich verändern? Muss Wernigerode und der Oberharz sich auf Veränderungen einstellen? Danke. Ja, wir haben uns als oder wir bekennen also uns ganz klar. Sprich, schließen wir noch mehr Schulen. Soll ich nicht? Sprich, schließen wir noch mehr Schulen zum Beispiel. Ja. Ja, also wir wollen das natürlich vermeiden. Deswegen haben wir also uns auch dafür eingesetzt, dass, also wir haben ja hier auch ein Beispiel Silstedt, also es gelingt ja auch, dass man hier vor Ort die Schulen erhält. Also wir wollen auf jeden Fall auch kleinere Schulen erhalten. Wir haben uns da auch über die Absenkung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die in kleinen Schulen zur Schule gehen, verständigt und haben so eine Vorstellung, dass man vielleicht auch durch einen Grundschulverbund kleine Schulen quasi erhalten kann. Aber ein wichtiger Aspekt ist eben auch die Vielfalt der Bildung insgesamt. Und da haben wir ja hier in Wernigerode eigentlich ein Paradebeispiel. Wir haben Gymnasien, wir haben ein Landesmusikgymnasium, wir haben freie Schulen, auch welche, die sich jetzt erst noch gegründet haben, die also hier unsere Bildungsvielfalt ausmachen. Und ich denke, dass das eben auch ein wichtiger Standortfaktor ist, weil wenn jetzt Leute, meinetwegen aus Süddeutschland, wie Herr Professor Zimmermann sagen würde, hierher kommen wollen, dann möchten die natürlich auch eine Auswahl haben und möchten sehen, dass ihr Kind in die Schule geht, die ihnen am besten gefällt. Und dazu ist es aus meiner Sicht und für meine Partei auch sehr wichtig, dass wir an der Qualität der Schule arbeiten, also dass die Qualität in der Schule entwickelt wird, was jetzt keine Lehrerschelte ist, sondern dass man eben auch sich zukunftsfähig machen muss, dadurch, dass man Medienkompetenz mehr bei den Lehrerinnen und Lehrern entwickelt. Und wir bekennen uns eben ganz klar zu einer Bildungsvielfalt, wie sie hier in Wernigerode auch ist. Danke. Frau Edler, bitte. Dann Herr Zimmermann und Herr Kascher. Frau Barner, auf die erste Frage haben wir ja schon geantwortet in der vorhergehenden Runde. Deswegen möchte ich mich auf den zweiten Teil Ihrer Frage konzentrieren. Wenn man momentan die Schullandschaft auch in Sachsen-Anhalt anschaut, dann mangelt es ja nicht an Schülerinnen und Schülern, sondern eher an Lehrerinnen und Lehrern. Und da hat meine Partei ganz konkrete Vorstellungen, nämlich Lehrerausbildung fördern, auch in den Fächern, wo sie eben gebraucht wird. Und dass es eben auch möglich ist, dass eine Grundschullehrerausbildung dann eben auch an einer Sekundarschule zum Beispiel lernen kann. Im letzten Jahr wurde 1 Million Stunden in Sachsen-Anhalt nicht plangemäß unterrichtet. Frau Edler, ja. Bitte nicht ausführen, sondern wie stellen Sie sich das vor? Mehr also, Schulen, weniger Schulen, gleichbleibend? Also schön, wir wollen natürlich den Ist-Stand gerade im Harz und im Oberharz speziell halten und da werden wir alle Formen und Wege in Bewegung setzen und wir haben auch im Wahlprogramm uns auf die Fahne geschrieben, dass für Sachsen-Anhalt 14.300 Lehrerinnen und Lehrer für eine 100%ig abgesicherte Unterrichtssicherung nötig ist und das wollen wir erreichen, indem wir die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern wieder stärken und stützen. Danke. Ich möchte einen anderen Aspekt einbringen, nämlich, dass wir als zweite Regelschulform die Einheitsschule etablieren wollen neben dem Gymnasium, weil es aus unserer Sicht eben wichtig ist, dass es ein langes gemeinsames Lernen gibt, um eben auch unterschiedliche Förderungen zu etablieren. Und ein zweiter Aspekt ist, wir wollen die Schulen selbstständiger machen. Das heißt, wir stellen uns das so vor, dass die Schulen ein Budget bekommen. Mit diesem Budget können sie dann wirtschaften und je nachdem, welche Schwerpunkte sie bilden wollen, entsprechend das Budget verausgaben. Danke. Kascha? Ja, ganz kurz, wir sprechen uns natürlich insbesondere im ländlichen Raum für das Modell der Ganztagsschule aus. Also insofern oder Gemeinschaftsschule mit Ganztagsanspruch, so ist es richtig. Also dass mehrere Schulformen gerade im ländlichen Raum zusammenkommen können, um da einfach auch gerade dort, wo die Schülerzahlen möglicherweise an der Grenze sind, um dort Schulstandorte auch noch zu halten,
dann als Gemeinschaftsschule fungieren, natürlich mit gymnasialen Abschluss und, das habe ich eben gesagt, der Ganztagsanspruch. Wir wollen also auch, dass ein ganztägiger Anspruch mit Einbindung der Vereine mit des Hortes zusammen funktioniert bis zum Nachmittag, wo Hausaufgaben dann auch am Nachmittag gemacht werden in der Schule und die Kinder den ganzen Tag beschäftigt sind und die Vereine ihren Input auch in die Schulen geben können. Danke. Gibt es denn zum Thema Bildung, Schule, Hochschule weitere Fragen? Ein Moment, da sind also eine auf jeden Fall noch hier vorne. Zwei. Bildung? Okay. Ja, schönen Abend. Mein Name ist Winfried Borchert von der Aktion Faires Abi in Sachsen-Anhalt. Wir machen seit einiger Zeit darauf aufmerksam, dass hiesige Gymnasialschüler krass benachteiligt werden gegenüber Gleichaltrigen in anderen Bundesländern. Ganz konkret durch quantitative Mehrbelastungen, aber auch qualitative Mehrbelastungen und ganz konkret auch durch Benachteiligungen bei der Bewertung ihrer Leistungen. Nur mal ein Beispiel. Jedes Bundesland berechnet den Abiturdurchschnitt nach einer eigenen Formel. Es geht also nicht, wie man sich das landläufig vorstellt, da werden die Zeugnisse genommen, die Punkte zusammengezählt und durch die Anzahl der Noten geteilt, sondern jedes Bundesland hat seine eigene Formel. Man kann das für schizophren halten, aber es ist leider so. Und Sachsen-Anhalt hat die strengste Formel überhaupt bundesweit. Das führt dazu, dass Schüler aus Sachsen-Anhalt bei gleichen Leistungen unter Umständen eine um den Wert 0,6 schlechtere Abiturnote erhalten als Schüler aus Bremen oder Hamburg. Das benachteiligt sie ganz krass natürlich bei der Studienplatzvergabe. Ich hätte gern gewusst von den Kandidatinnen und Kandidaten, wie lange müssen es hiesige Schülerinnen und Schüler aus Sachsen-Anhalt noch hinnehmen, auf derartige Weise krass benachteiligt zu werden? Und warum haben die Regierungsfraktionen und Regierungsparteien in den letzten 5 Jahren überhaupt nichts dagegen getan? Ja, fangen wir mit Herrn Kascher an. Ja, wir haben uns damit auch beschäftigt. Ich halte das auch für ungerecht, ganz klar. Natürlich muss man gucken, dass man dann die Bewertungen nicht so weit nach unten schraubt, dass es dann nachher wieder so rüberkommt, dass wir schlechter bewerten in Sachsen-Anhalt, sondern wir sollten schon auch darstellen, dass sich Leistung, wenn Leistung gebracht wird, dass sich auch entsprechend darstellt. Aber ich habe es in meinem Wahlprogramm auch geschrieben, ich bin für eine gerechte Berechnungsformel, für eine ganz klar gerechte Berechnungsformel in Deutschland, im Ländervergleich eindeutig. Das habe ich da auch so reingeschrieben und das kann ich auch hier ganz klar sagen. Danke. Frau Gohr? Ich kann das auch ganz klar beantworten. Wir hatten am 10. Februar noch eine Bildungsausschusssitzung nach der letzten Landtagssitzung und dort habe ich das Thema ganz klar nochmal dem Kultusminister mit auf den Weg gegeben, dass er, also auch wenn es ein anderer Kultusminister ist, aber es steht im Protokoll, dass dieses Thema direkt nach der Landtagswahl anzufassen ist und Schritte in die Richtung, die Sie wünschen, eingeleitet werden, aber wie Herr Kascher gesagt hat, ohne Standardabsenkung, weil das würde den jungen Menschen hier in unserem Land auch nicht. Ja. Wie Sie ja schon richtig gesagt haben, ist ein bundespolitisches Thema, aber nichtsdestotrotz muss natürlich der Druck aus den Ländern kommen. Ja, aber es muss aber auch auf Bundesebene gehoben werden, weil es eine Föderalismusdebatte ist, weil wir haben schon immer gesagt, dass wir gleiche Standards in der Schulpolitik fordern in allen Bundesländern, damit zum Beispiel auch der Umzug von Eltern mit Kindern, mit schulpflichtigen Kindern ermöglicht werden kann und dass jeder die gleichen Voraussetzungen hat, egal in welchem Bundesland man in die Schule geht oder zum Studium möchte. Und ich stimme da meinen Vorrednerinnen und Vorrednern überein, es müsste aber einen gleichen Standard in ganz Deutschland geben für das Abitur, um das abzulegen, damit es auch vergleichbar bleibt und die gleichen Rahmenbedingungen für Studienanfänger gegeben ist. Danke. Ich möchte nur kurz ergänzen, es ist eben kein bundespolitisches Problem, sondern wir haben immer noch die Kulturhoheit beim Land und deswegen ist es ein landespolitisches Problem und eben auch ein Problem derjenigen, die es haben so weit kommen lassen. Das hätte man nämlich verhindern können. Danke. So, da war noch 2 Meldungen. Ja, Sabine Wetzel, ich habe eine Frage zur beruflichen Bildung. Wir haben vorhin die Frage diskutiert, wie können wir die jungen Leute hier lassen?
Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen erzählen, dass es unglaublich schwer ist, obwohl alle Betriebe sagen, sie brauchen Nachwuchs, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Viele Betriebe reagieren auf Bewerbungsschreiben überhaupt nicht. Man bekommt nicht mal die Meldung, es ist angekommen, geschweige denn die Meldung, wie man damit umgeht. Das Schlimme ist, dass es nicht nur um Ausbildungsplätze geht, sondern sogar um Praktikumsplätze, die zeitlich begrenzt sind. Selbst da sind viele Firmen in unserem Wahlkreis, über den wir reden, nicht bereit, die Praktikanten zu betreuen und aufzunehmen. Meine Frage an alle ist, wo sehen Sie landespolitische Möglichkeiten, die Wirtschaft in die Pflicht zu nehmen, Ausbildungs- und Praktikumsplätze zu schaffen und nicht immer nur zu klagen, dass es keine jungen Leute gibt? Danke. Danke. Wir können mal zur Abwechslung bei Frau Idler an. Das ist ein weitreichendes Problem, was viele Ursachen hat. Viele Betriebe beklagen sich natürlich über auch schlechte Noten, gerade in den Mathe- und Deutschfächern, und beklagen dann auch die Verwendung der Auszubildenden und den Mehraufwand. Also ich kann dafür kann sagen, dass solche Unternehmen und Institutionen wie Akademie Überling oder Förderprojekte, die dann auch Partner sind für Unternehmen und Hilfestellung leisten, mit Azubis umzugehen, ihnen auch dann in ihrer Freizeit noch Nachhilfeunterricht zu geben und so weiter und so fort, damit die Ausbildung im Betrieb erfolgreich für beide Seiten sein kann. Also diese Förderprogramme würden wir mit unterstützen weiterhin und auch mehr dafür Sorge tragen, dass Unternehmen mehr in die Pflicht genommen wird, gerade jungen Leuten auch eine Chance zu geben. Aber da ist eben auch wichtig, dass eben die Wirtschaft so auf gute Füße gestellt ist, dass eben Unternehmen auch die nötigen Mitarbeiter dafür haben, um dann auch die Betreuung von Auszubildenden gewährleisten zu können. Ja, ich mache es ganz konkret an einem Beispiel. Ich glaube, was auch wichtig ist, jungen Leuten, die einen Ausbildungsplatz suchen, die Möglichkeit zu geben, Aufstiegschancen in einem Unternehmen zu haben. Die SPD hat dann ganz klar einen Vorschlag gemacht, indem wir zum Beispiel auch das Ablegen eines Meisters in einem Unternehmen fördern werden, indem wir einen Meisterbonus geben und sagen, wenn ihr bei uns eine Ausbildung, das Unternehmen in die Lage versetzt werden, wenn sie eine Ausbildung machen, wenn sie Jugendliche dabei unterstützen, eine Ausbildung zu machen, dann haben sie bei uns im Unternehmen auch die Möglichkeit aufzusteigen und auch mehr zu verdienen. Ich glaube, diese Tendenz ist wichtig, auch den jungen Leuten zu zeigen, wenn ihr zu uns kommt und eine Ausbildung bei uns beginnt, dann ist das anfänglich schwer, aber wir bieten euch die Möglichkeit, auch euch weiterzuentwickeln. Danke. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, bezog sich die auch auf Praktika und eben nicht nur auf Ausbildungsplätze. Das Problem der Praktikumsplätze stellt sich ja dann, wenn man den zweiten Bildungsweg macht, das heißt also nicht stringent zum Abitur geht, sondern eine FOS-Ausbildung, also Fachoberschulausbildung macht. Und diese Fachoberschulausbildung erfordert eben einen einjährigen Praktikumsplatz. Und da ist es also wirklich wichtig, dass dieser Praktikumsplatz vorhanden ist, weil sonst bringt es nichts, wenn man von der Schule angenommen ist und hat den Praktikumsplatz nicht. Und deswegen muss man die Firmen in die Pflicht nehmen, solche Praktikumsplätze zur Verfügung zu stellen, auch natürlich durch Förderungen, aber die Firmen müssen praktisch dieses Modell FOS unterstützen, ansonsten kann man die ganze FOS abschaffen und damit diesen wichtigen zweiten Bildungsweg. Wir haben in den zurückliegenden Jahren darüber diskutiert, ob es da eine Verankerung in der Landesgesetzgebung zugeben kann. Aber wir haben davon abgesehen, weil es eben natürlich auch noch andere Regionen gibt, also Entschuldigung, Mansfeld-Süd hat zum Beispiel, wo nicht so viel Wirtschaft ist wie hier. Und ich bin ein bisschen verwundert über die Frage von Frau Wetzel, weil ich immer dachte, dass das hier in Wernigerode eigentlich relativ gut aussieht. In dem kleinen Ort Harzgerode, für den wir ja auch zuständig sind, da weiß ich, dass die also sehr, sehr große Anstrengungen unternommen haben von Seiten der Schule, Kooperationen, wie wir sie ja hier auch vielfältiger haben in Wernigerode, Kooperationen mit Unternehmen zu machen, die sich also zum Beispiel auch beim Tag der offenen Tür dort präsentieren, sodass also quasi die Firmen die Möglichkeit haben, sich dort vorzustellen, ihre Arbeitsschwerpunkte und so weiter und so fort. Und dort ist also ein sehr großer Austausch
zu verzeichnen. Und von Jahr zu Jahr werden das also mehr Betriebe, die diese Möglichkeit nutzen. Also dass quasi Schule und Wirtschaft, dass die näher zusammenrücken und dadurch dann eben auch die Bereitschaft groß ist, junge Menschen als Praktikanten zu nehmen, weil man sich dann beschnuppern kann. Und ich glaube, dass das ein guter Weg ist, weil man sowas schlecht überstülpen kann. Also wie Frau Edler schon sagte, die Bedingungen in Betrieben sind ja unterschiedlich und das macht zusätzliche Arbeit. Und ich denke mal, dann müsste man hier bei uns, Frau Wetzel, vielleicht dem einen oder anderen doch nochmal auf die Füße treten und sagen, so, ihr habt eine Verantwortung. Ihr könnt nicht auf der einen Seite rummeckern, dass ihr keine Fachkräfte findet. Dann müsst ihr dann selber auch vielleicht mal den Weg näher an die Schulen finden. Danke. Okay, vielen Dank. Wir würden jetzt hier einen Schnitt machen und zum nächsten Block überleiten. Also wie gesagt, hinterher ist immer noch genug Zeit zum persönlichen Gespräch. Da geht es um Wirtschaft und Tourismus und darum kümmert sich Burkhard Falkner. Ja, können wir ein, zwei. Es geht um dieses Thema Wirtschaft, Tourismus. Es ist ja schon das Wort gefallen vom Tourismus als Pflichtaufgabe, was sehr wünschenswert wäre hier im Harzkreis, der ja wesentlich vom Tourismus lebt und manche Orte wie die Stadt Oberharz fast ausschließlich. Frau Edler hat, glaube ich, das schon gesagt, dass sie diese Sache auf der Agenda hat. Mich würde interessieren, wie die anderen Parteien oder die anderen Kandidaten das sehen. Wollen sie das ja, forcieren? Ist das überhaupt wünschenswert? Was würde das kosten? Wir müssten das auf Landesebene dann durchsetzen. Vielleicht fangen wir erst mal mit Herrn Zimmermann an, von hinten. Vielleicht zu dem Thema. Wollen Sie sich noch ein bisschen bedenken? Nein, ich wollte nur darauf hinweisen, ich hatte ja schon in meinen einleitenden Worten gesagt, was ich für den Harz machen insgesamt wollte im Landkreis. Und da bin ich auf den sanften Tourismus gekommen. Mhm. Also dahingehend kann ich es, wie gesagt, kurz machen. Das bleibt bestehen. Danke. Ja, Herr Kascher, machen wir so weiter. Ja, also wir hatten ja schon Schirke als Thema und ich kann da auch nicht aus meiner Haut und muss da ein Stück weit auch eine Lanze für das Projekt Schirke brechen an der Stelle, weil Sie haben es selber richtig gesagt, die Abhängigkeit an Arbeitsplätzen, insbesondere im Oberharz, liegt fast zu 100% neben ein bisschen Industrie im Tourismus. Und ich glaube, wenn wir das Projekt Schirke, zu dem wir uns ja vor ein paar Jahren auch im Stadtrat schon bekannt haben, haben wir auch Beschlüsse gefasst, wo wir gesagt haben, wir stehen dazu, wir wollen Schirke weiterentwickeln, dann müssen wir auch, wer A sagt, muss auch B sagen, an dieser Stelle auch weiterhin dazu stehen. Und das machen wir auch im Stadtrat, indem wir die Einzelprojekte beraten und auch beschließen. Ich glaube, dass dieses Projekt Schirke nicht nur für Wernigerode ganz wichtig ist, sondern insbesondere für die Stadt Oberharz am Brocken wichtig ist. Wenn Sie von etwa 160 Millionen Euro Wertschöpfung im Tourismus ausgehen, dann können Sie sich in etwa ausrechnen, was das noch dazu kommt, wenn wir Schirke so entwickeln, dass wir mehr Touristen und mehr Betten, was wir im Moment ja auch vorhaben, in Schirke bauen, sodass ich glaube, dass sich auch die Aufenthaltsdauer, insbesondere auch im Oberharz, auch in der Hotellerie im Oberharz, einfach verlängern wird und die Wertschöpfung, die Leute bleiben einfach länger da, sie bleiben in Schirke, sie gehen natürlich auch nach Wernigerode und sie fahren natürlich auch mit der Harzer Schmalspurbahn. Aber sie werden auch in den Oberharz fahren und dort vielleicht auch die Staumauer runterlaufen und andere touristische Attraktionen machen. Deshalb glaube ich, dass die Entwicklung von Schirke, und da ist der Sommertourismus viel zu wenig erwähnt worden, einen ganz großen Effekt für den Tourismus im Harz, im Gesamtharz auslösen wird. Und von daher bin ich fest der Überzeugung, dass wir in Schirke da die richtigen Entscheidungen treffen. Würde denn die Erklärung des Tourismus zur Pflichtaufgabe im Land das Schirker-Projekt mit voranbringen, wäre das eine Hilfe? Ist das für Sie eine Frage? Für mich als Stadtrat, der beteiligt zu der Zeit, als die Beschlüsse gefallen sind, das muss man auch fairerweise sagen, war ich noch nicht Stadtrat, aber der sie jetzt mitverantworten muss, ist das schon eine Pflichtaufgabe, weil der Stadtrat hat sich dazu bekannt, aus guten Gründen. Mhm. Und insofern sehe ich mich jetzt in der Pflicht, an dieser Stelle auch dieses Projekt natürlich auch so gut es geht, mit allen Abwägungen, die auch der Naturschutz und all diese Dinge mit sich tragen, pflichtbewusst und ordentlich so zum Ende zu bringen, dass wir in Schirke vernünftig vorankommen und damit den Tourismus im gesamten Harz nach vorne bringen. Klar, das verstehe ich als Pflicht. Ja, Sie sehen das als Pflicht, aber Pflichtaufgabe bedeutet ja, dass dafür Gelder vom Land bereitgestellt werden. Natürlich. Und das ist ja im Moment das Problem. Vielleicht Frau Gorn. Ja, das ist ja ein politischer Begriff, Pflichtaufgabe. Mhm. Und wenn ich zu dem Herrn mit der ersten Frage gucke, dann würde ich mir natürlich sehr wünschen, dass Kultur zum Beispiel auch Pflichtaufgabe wäre. Ja, also das wäre mein Herzenswunsch, wenn ich sagen könnte, was ich mir so wünsche. Aber Tourismus
als Pflichtaufgabe. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht ein bisschen der falsche Ansatz. Ich denke, es ist wichtig und es ist ja auch in den zurückliegenden Jahren gelungen, das zeigt sich ja auch durch die Gelder, die hier bei uns im Harz sozusagen vom Land kommen. Es ist wichtig, dass der Tourismus als Wirtschaftsfaktor gesehen wird. Das ist schon mal ganz entscheidend. Das war ja nicht immer so. Also ich kann mich erinnern, in der Wahlperiode davor, da hieß es, oh Gott, naja, die paar Touristen und was soll das schon bringen? Aber wie Herr Kascher gesagt hat, es ist ja ein gewaltiger Wertschöpfungsfaktor. Da gibt es ja auch jede Menge Untersuchungen, wie viel Geld hier bei uns in der Region bleibt durch einen Touristen und es schafft Arbeitsplätze. Also deswegen bin ich der Meinung, dass wir also für die nächsten Jahre unbedingt den Tourismus als gleichberechtigten Wirtschaftsfaktor neben Industrie im Blick haben müssen und entsprechend entwickeln sollten. Und ich glaube, dass es dem Tourismus helfen würde, wenn die, also insbesondere die Stadt Oberharz am Brocken, der wir ja alle sehr nahe stehen, wenn die so ein bisschen ihre finanzielle Situation entspannen könnte, um selber auch initiativ zu werden in dem Bereich. Denn solange wie Tourismus eine freiwillige Aufgabe ist, kann man natürlich nicht die Bäder erhalten und so weiter und so fort, alles was damit zusammenhängt. Und deswegen denke ich, ist es sehr wichtig, dass sich alle Landespolitiker in der nächsten Wahlperiode dafür einsetzen, dass es wieder so eine Art, das heißt glaube ich Veredelungsfaktor oder so, also so einen zusätzlichen Einwohnerpunkt gibt für die Tourismusregion. Weil wir haben ja hier mit diesen großen Kosten zu kämpfen, Wasser, Abwasser und ich weiß nicht, was noch alles dazu gehört, Müllgebühren und so weiter. Und da ist es natürlich ein Unterschied, wenn wir hier Hunderttausende und Millionen von Übernachtungen haben, die ja diese Dinge in Anspruch nehmen. Und wir werden aber genauso betrachtet wie jetzt ein Ort, also ich trete mal keinem zu nahe, wie ein anderer Ort mit weniger Tourismus, wo eben dieser Tourismusfaktor die Menschen nicht belastet. Und ich denke, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist. Das ist auch gerade bei einer Sitzung mit dem Städte- und Gemeindebund besprochen worden. Und da würde ich mir wünschen, dass alle, die im Landtag dann sind aus der Harzregion, sich dafür stark machen. Das wäre also für mich eher ein gangbarer Weg. Okay. Danke. Also so eine Art Pflichtaufgabe, nur unter anderem Namen und unter der Sache, dass dann trotzdem die Förderung erfolgen kann. Nein, eine Entlastung der Kommunen an anderer Stelle, damit sie wieder ein bisschen Luft zum Atmen haben, um in Tourismus investieren zu können. Mhm. Also eher so, also Tourismus als Pflichtaufgabe, das halte ich für eine gute Idee, aber für nicht realisierbar, weil das ja auch gar nicht zu beziffern ist. Und es würde ja auch dann das ganze Land betreffen. Gut, danke. Frau Edler, noch mal ganz kurz, weil Sie das nun auch... Der Vorteil von, wenn man Tourismus als Pflichtaufgabe deklarieren würde, wäre natürlich, dass dann Tourismus Investitionen, gerade zum Beispiel im Stadt Oberharz am Brocken, nicht unter das Sparkonzept fallen würden, weil es eine freiwillige Aufgabe ist wie bisher. Und der Veredelungsfaktor, den haben wir auch in unserer Fraktion hin und her diskutiert, ja, da würden eigentlich nur die einwohnerstarken Regionen davon profitieren, die dann eigentlich diesen Veredelungsfaktor fast gar nicht brauchen, weil sie da durch Finanzausgleichsgesetz über ihre Einwohner schon genügend also Pauschalen bekommen vom Land. Das heißt, also der Oberharz am Brocken wäre auch wieder in Schwanz gekniffen, sage ich jetzt mal so, bei so einem Veredelungsfaktor und es würde keine Punkte bringen, wenn man diesen für, zum Beispiel für einen Oberharz einführen würde. Im Tourismus, gerade im Oberharz, ist schon fast eine Daseinsvorsorge, weil und wenn ich keine Investitionsmaßnahmen habe und keine Investitionsgelder, dann kann ich auch nicht auf das Ehrenamt hoffen des Harzclubs zum Beispiel, die ganzen Wanderwege, Radwege und so weiter aufrechtzuerhalten, öffentliche Toiletten aufrechtzuerhalten und so weiter und so fort. Jo. Also von daher müssen wir von Landesseite eine andere Ausfinanzierung überlegen. Dankeschön. Zweites Problem. Tourismus macht nicht vor Grenzen halt, weder vor denen der Städte noch von den Bundesländern, auch die Wirtschaft schon gar nicht. Wie sehen Sie die Frage der interkommunalen Zusammenarbeit? Wie können Sie die voranbringen? Wie wollen Sie auf Landesebene dafür sorgen, dass vielleicht Anreize gesetzt werden, diese Zusammenarbeit dann voranzubringen, mehr als bisher? Bisher gibt es ja oft Absichtserklärungen, ich denke da an den Oberbürgermeister von Goslar und so weiter, aber die verhallen dann manchmal wie in einem leeren Raum und es ist nichts an Substanz her da. Wie würden Sie das in Ihrer, wenn Sie gewählt würden, voranbringen wollen? Herr Kascher?
Ja, also es gibt ja da schon ganz konkrete Bemühungen. Die Stadt Oberharz am Brocken hat ja jetzt auch eine Bewilligung bekommen zur Erarbeitung einer Studie. Inwieweit macht interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen Sinn? Und ich glaube, das ist ein Weg, den wir als Landespolitiker gehen können, indem wir also auch Gelder freimachen, um dass erstmal geschaut wird, welche Kommune passt denn mit welcher anderen Kommune zusammen? Und wo kann man an dieser Stelle Effekte erzielen, Synergieeffekte erzielen im Tourismus? Aber das ist, glaube ich, dieser interkommunale Zusammenarbeit darf man nicht nur am Tourismus festmachen, sondern auch in Fragen der Beschaffung. Und der Wirtschaft. Wenn es wenn es zum Beispiel um einfache Themen geht wie Streusalz, wenn das natürlich mehrere Kommunen zusammen bestellen, dann wird es billiger. Also ich glaube, die interkommunale Zusammenarbeit muss man ein bisschen breiter gefächert sehen als nur den Tourismus. Da gibt es mehrere Ansätze. Und wir vom Land, und das ist ja teilweise auch schon passiert, das müssen wir einfach weitermachen, müssen dann auch Gelder frei werden lassen, um Untersuchungen festzumachen und Studien, wo kann man ganz konkret zusammenarbeiten und wo macht es Sinn. Mhm, danke. Frau Gohr hatte sich als Nächste gemeldet, dann Frau Edler. Ja, das wären sozusagen meine Worte gewesen, weil das ist ja also in der Tat so, dass das Land für die Stadt Oberharz am Brocken dieses Geld zur Verfügung stellt, um das zu untersuchen. Und ich denke, das ist auch der richtige Weg, weil jetzt auf Teufel komm raus, interkommunale Zusammenarbeit ist ja nicht das, wo wir hinwollen, sondern es muss dann auch wirklich systematisch geguckt werden, wo gibt es dann finanzielle Einsparungen, damit die Kommune dann eben an anderer Stelle wieder ein bisschen mehr durchatmen kann. Ja, danke. Frau Edler? Wir haben da ganz konkrete Vorstellungen seit der Gemeindegebietsreform, die einhergehen hätte müssen mit einer sogenannten interkommunalen Funktionalreform und interkommunalen Zusammenarbeit. Die kann man über Förderprogramme, wie es Herr Kascha schon gesagt hat, vom Land aus steuern und unterstützen. Aber was noch wichtiger für die Kommunen ist, das sagt auch der Städte- und Gemeindebund und der Landkreistag, für eine effektive und effiziente interkommunale Zusammenarbeit ist auch eine steuergesetzliche Änderung nötig, damit auch Kommunen, die zusammenarbeiten, sich bestimmte Sachen teilen, dann auch dafür keine Steuern gegenseitig dann bezahlen müssen und das noch vor Umsatz steuern müssen. Okay, danke für den Hinweis. Herr Zimmermann? Ich finde die interkommunale Zusammenarbeit jetzt am Beispiel Schirke im Tourismus eine wichtige Sache, eben auch jetzt über regionale Grenzen, weil Sie das ja gefragt haben. Da kann man eine Arbeitsteilung eben machen. Der eine Bereich am Wurmberg macht den Abfahrtsbereich und der Bereich im Schirke, also Wernigerode, macht den Bereich Langlauf. Und so kann man also eine Arbeitsteilung machen, muss nicht das Ganze nochmal erfinden und hat damit natürlich auch entsprechend Mittel gespart. Okay. So, gibt es Fragen? Fragen? Ansonsten habe ich schon den Hinweis bekommen mit diesem Zettelchen. Ja, wir hatten gesagt, die Stimmzettel sammeln wir 20.15 Uhr ein. Das würde ich ganz gerne jetzt, dass wir die Zettel einfach rausreichen. Und wir können aber dann trotzdem noch die zwei Fragenmeldungen waren noch. Zum Thema. Zum Tourismus war noch eine Frage. Dort hinten der Herr mit den weißen Haaren. Ja, kleinen Moment. Das muss ganz schnell jetzt gehen. Zack, zack. Ja, wir verteilen nur schnell die Zettel. Jetzt wird es ein bisschen turbulent. Mein Name ist Heiser, wohne in Wernigerode. Eine konkrete Frage. Gehört zur Zusammenarbeit zum Beispiel, dass die Regionalexpresslinie Halle-Hannover gekappt wurde und keine umsteigefreie Verbindung mehr besteht? Schönen Dank. Das ist in dem Sinne keine direkte interkommunale Zusammenarbeit, aber was auch immer es ist, es ist ziemlich fürchterlich. Und ich denke, dass es wichtig sein wird, dass die Politikerinnen und Politiker, die in den nächsten 5 Jahren im Landtag sitzen, bei allen diesen Dingen, Kappung von Strecken oder Einschränkungen oder so, immer wachsam sind und sich zusammentun, wie bei der B244 und gucken, dass es da, dass wir da möglichst unbeschadet davon kommen. Gesundheit. Noch jemand dazu? Nicht. Weitere Fragen zum Tourismus erstmal noch? Nicht. Dann haben wir noch die Frage zur Rente.
Wir haben noch eine Frage zur Rente, genau. Ja, die dürfen wir nicht vergessen. Kleinen Moment, bis etwas ruhig ist und dann, ich sehe, die Zettel sind eingesammelt hier vorne auch. Sind Sie Ihren Zettel losgeworden? Die müssen Sie noch abgeben. Ach, schon weg, okay. So, Sie können jetzt. Ja, König ist mein Name. Ich habe mal eine Frage zur Rentenpolitik. Die Ministerpräsidenten der Länder... Sie bitte das Mikrofon etwas mehr, dass man Sie versteht. Ja, ja. Ja. Die Ministerpräsidenten der Länder haben kürzlich eine Angleichung der Ost- und Westrenten gefordert. Momentan ist der Punktwert Ost bei 27,05, der Punktwert West bei 29,21. Das sind 8% Unterschied. Es ist natürlich so... Nun Ihre Frage bitte. Ja, wenn das endlich mal geschieht, ist nun lange genug her. Okay, also die Frage ist, wann... Da aber muss ich noch dazu sagen, da wurde kürzlich in der Bild-Zeitung geschrieben... Kleinen Moment, wir haben auch eine Frage, also Sie haben die Frage, wann wird die Rente endlich angeglichen? Sie müssen jetzt nicht vorlesen, was wo geschrieben wurde. Ja, okay, einverstanden. Wann wird die Rente richtig endlich angeglichen? Bitte, Herr Kascher. Also ich kann es, wenn ich es richtig verstanden habe, genau, also Rentenangleichung, völlig klar, ist ein bundespolitisches Thema, aber wir als Land, und so haben wir es auch in unser Wahlprogramm geschrieben und so werden wir es auch vertreten, haben natürlich die Möglichkeit, über den Bundesrat auch Einfluss zu üben und das werden wir an der Stelle auch tun. Das kann die kurze und meiner Meinung nach nur richtige Antwort sein, dass wir als Landespolitiker unseren Einfluss geltend machen in den entsprechenden Kammern der Bundesregierung, dass es endlich dazu kommt, dass die Renten angeglichen werden. Völlig klar. So. Danke. Noch einer? Nein. Okay. Wie bitte? Achso, na bitte. Also, Herr König, wir fordern das schon seit eh und je, weil es eine Ungleichbehandlung von Ost- und Westrentnern ist, die auch ihr Leben lang gearbeitet haben. Und das ist eben eine Frage der Mehrheitsverhältnisse in der Bundesregierung und auch in den Ländern. Und daher kann ich Ihre Frage, wann das geschehen wird, nicht beantworten, sondern wie es geschehen könnte, nämlich mit anderen Mehrheitsverhältnissen. Danke. Das können Sie nachher, Herr König. Herr König, gehen Sie nachher zu Frau Edler, die freut sich. Okay? So, Frau Gohr, möchten Sie antworten? Nein, okay. Okay, okay. Dann leiten wir über zum nächsten Block. Wir haben noch einen Block, der heißt Demografischer Wandel, Demografie. Da habe ich viele Fragen vorbereitet und ich werde mich jetzt aus Zeitgründen darum bemühen, alle in einer Frage zu stellen. Und zwar... Wir wissen ja, Sachsen-Anhalt hat seit der Wende ungefähr ein Drittel seiner Bevölkerung verloren. Man sagt so knapp 1 Million. Der Trend hält weiter an. Für 2030 prophezeit man unter 2 Millionen Einwohner für das Land. Wir haben hier im Wahlkreis eine Region, Oberharz, die ist besonders stark betroffen. Wernigerode ist ein bisschen weniger betroffen, schrumpft aber auch. Jetzt ist die Frage, Thema Flüchtlinge, was man damit reinnehmen kann. Und zwar beim Thema Flüchtlinge wird immer von Obergrenzen und von Abschiebungen gesprochen. Also unser Ministerpräsident war, soviel ich weiß, der erste Ministerpräsident, der überhaupt eine Obergrenze genannt hat. Jetzt vor dem Hintergrund der Demografie, sollte man nicht eher mal darüber nachdenken, wie man diese Flüchtlinge, wenn sie einen Aufenthaltstitel haben, hier behält, weil die meisten von denen, das wissen wir, die hauen ab. Also sobald sie es dürfen, ziehen sie weg aus Sachsen-Anhalt. Ich denke, das ist eine Chance, diesen demografischen Knick zu begegnen, nämlich zum Beispiel dem Mangel im Bereich der Pflege, der ja bis 2030 erheblich sein wird, mit 500.000 Plätzen, den zu begegnen. Das heißt also auch, Flüchtlinge darin einzubeziehen. Und zum zweiten Punkt, Obergrenzen kommen für uns überhaupt nicht in Frage. Das ist ein Thema einfach der Menschlichkeit, entspricht auch nicht unserem Grundgesetz, solche Obergrenzen einzuführen. Und die lehnen wir also grundsätzlich ab. Also das kann ich für die SPD natürlich auch genauso sagen.
Für mich stellt sich natürlich die Frage, wenn man eine Obergrenze fordert und eine ganz klare Zahl festlegt, dann ist für mich das politische Verständnis zu überlegen, was macht man denn, wenn man eine Obergrenze von 14.000, von 30.000 festlegt, was macht man mit dem 14.000 und Ersten, was macht man mit dem 30.000 und Ersten? Und diese Frage ist mir an der Stelle auch von der CDU, die das fordert, einfach nicht klar beantwortet gewesen. Ich glaube, den Vorschlag, die AfD gemacht hat, über den brauchen wir uns heute Abend nicht austauschen. Das geht natürlich überhaupt gar nicht. Insofern ist für mich politisches Verständnis auch zu überlegen, wenn ich etwas fordere, was sind die Folgen daraus? Von daher halte ich auch von Obergrenzen an der Stelle gar nichts. Ich glaube, dass die Flüchtlingssituation dazu beitragen kann, unseren demografischen Wandel entsprechend so zu beeinflussen, dass wir Fachkräfte hier haben werden. Übrigens fordert das auch die IHK in ihren Wahlprüfsteinen. Es kommt also nicht immer nur aus der Politik, wenn man darüber redet, was kann man mit Flüchtlingen machen, sondern es sagt auch ganz klar die IHK als Handlungsempfehlung, hier sind Chancen, hier sind Möglichkeiten und das kann ich definitiv so unterschreiben. Wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass viele junge Menschen unsere Region verlassen. Und Ihre Frage ist ja gewesen, kann man durch die Flüchtlingsfrage dem demografischen Wandel nach unten sozusagen begegnen. Und das trifft ja auch für die Flüchtlinge zu. Also die Flüchtlinge müssen ja dann hier auch bleiben wollen. Sie müssen hier Arbeitsplätze haben, sie müssen hier gerne zur Schule gehen, sie müssen so eine gewisse Art von Willkommenskultur hier bei uns erfahren. Also ich muss mal sagen, da klopfe ich mal auf Holz. Ich denke, bei uns in der Harzregion ist das schon so, dass der überwiegende Teil der Menschen, also jedenfalls da, wo ich auch war, die Flüchtlinge sehr herzlich aufnimmt. Aber sie müssen hier natürlich Entwicklungsmöglichkeiten haben. Und jetzt mal unabhängig von der Obergrenze. Die Obergrenze hat ja vor allen Dingen den Hintergrund, dass der Ministerpräsident der Meinung ist, es muss auch eine Integration gelingen. Das heißt, wir müssen die Leute auch so an unsere Gesellschaft heranführen, dass sie sich hier wohlfühlen, dass sie hier leben können und dass sich auch die deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht benachteiligt fühlen. Und ich denke, das ist einerseits eine riesengroße Herausforderung für uns, andererseits aber auch eine Chance. Und ich meine, vielleicht würde ja da der Aspekt zusammenkommen, wie attraktiv sind wir denn hier für Menschen? Wie attraktiv sind wir für unsere jungen Leute, von denen wir möchten, dass sie hier bleiben? Wie attraktiv sind wir für Flüchtlinge? Und ich denke, dass die Notwendigkeit der deutschen Gesellschaft, sich mit ganz anderen Kulturen auseinandersetzen zu müssen, ich glaube, dass uns das ganz gut tut. Das ist meine persönliche Meinung. Und wenn wir das gut hinkriegen, dann könnte es auch eine Stärkung unserer Region sein. Also ich möchte mich dem anschließen, was meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben, aber der demografische Wandel ist ja nichts Neues. Es ist ja schon jahrelang in aller Munde und in den kommenden Jahrzehnten werden wir weiterhin Leute verlieren. Wir müssen einfach mit dem Schrumpfungsprozess kreativ umgehen und vielleicht mal den Blick über den Tellerrand wagen, wie die skandinavischen Länder oder zum Beispiel Teile in Frankreich damit umgehen, mit dünn besiedelten Regionen und wie da Infrastruktur und Daseinsvorsorge funktionieren kann. Aber ein anderer wichtiger Punkt ist, auch, wie können wir vielleicht auch gerade Akademiker und Akademikerinnen wieder mehr dazu zu bewegen, also mehr Kinder zu bekommen, um auch dem demografischen Wandel ein bisschen Einzug gehalten. Und ich muss nichts dazu sagen, dass wir gegen Obergrenzen sind und natürlich auch die Flüchtlingspolitik jetzt als Chance sehen, gerade für einen ländlichen Raum, um die Familien im ländlichen Raum zu integrieren und dass wir uns da auch einsetzen werden. Okay. Dankeschön. Gibt es zu dieser Thematik Demografie und so weiter, was wir angesprochen hatten, gibt es dazu Fragen? Ich sehe überhaupt keine Frage, ist das richtig? Wenn das so ist, dann würden wir diese Runde jetzt beenden und ein kleines Spiel spielen zum Abschluss. Und zwar, wir haben uns aus dem Wahl-O-Maten für die Landtagswahl Sachsen-Anhalt ein paar Fragen rausgesucht, die wir den Direktkandidatinnen, die hier vorne sitzen, jetzt stellen werden, um mal zu überprüfen, wie firm sie eigentlich im eigenen Wahlprogramm sind. Das sind die klaren Thesen, Wort für Wort aus dem Wahl-O-Mat abgeschrieben, die man allesamt mit Ja, Nein oder mit Enthaltung beantworten kann. Wir wissen, wie sie abstimmen sollten, laut Wahlprogramm, und wir schauen jetzt mal, wie sie abstimmen werden. Bereit? Gut, erste Frage.
Asylbewerberinnen und Bewerber sollen dezentral in Wohnungen untergebracht werden. Alle sagen ja. Zweite Frage. Der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen soll in Sachsen-Anhalt verboten werden. Ach, er kommt wieder. Ich dachte, er ist weg. Ja, nein. Enthaltung. Frau Gohr? Sie haben sich jetzt enthalten, Frau Gohr. Okay, zweimal Enthaltung, zweimal ja. Nur die weiße Karte heißt Enthaltung. Alle Bachelor-Absolventen in Sachsen-Anhalt sollen einen Rechtsanspruch auf einen Masterstudienplatz im Land haben. Nochmal wiederholen. Alle Bachelor-Absolventen in Sachsen-Anhalt sollen einen Rechtsanspruch auf einen Masterstudienplatz im Land haben. Ein Rechtsanspruch? Nee. Danke. Nächste Frage. Sachsen-Anhalt soll sich dafür einsetzen, dass die Erbschaftssteuer erhöht wird. Na, na, na. Okay, dankeschön. Für Landarztpraxen sollen verstärkt Ärzte aus dem Ausland angeworben werden. Okay, wissen wir, wo es herkommt. Nächste Frage. Die 5%-Hürde bei Landtagswahlen soll beibehalten werden. Zimmermann? Okay, danke. Nächste Frage. Hartz-IV-Empfängern sollen weiterhin Leistungen gekürzt werden, wenn sie ein Jobangebot ablehnen. Danke. Drama ja, aber nein. Nächste Frage. Polizisten sollen individuell gekennzeichnet werden. Danke. Nächste Frage. Keine weiteren Privatisierungen von Krankenhäusern. Okay. Eine machen wir noch, dann ist Schluss. Sachsen-Anhalt soll sich dafür einsetzen, dass homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen. Okay, Dankeschön. Die Auswertung folgt in ein paar Minuten, denke ich mal. Ja, wir machen da in der Zeit die andere Auswertung. Wir hatten 100 Zettel verteilt, muss ich mal sagen. Also es hat nicht sozusagen jeder den Anspruch gehabt, einen Stimmzettel zu bekommen. Wir haben 100 Zettel verteilt und Sie gebeten, dem Kandidaten, der Sie heute Abend am meisten überzeugt hat oder den Sie besonders mögen, ins Herz geschlossen haben, Ihre Stimme zu geben. So, das Ergebnis liegt vor. Jetzt kommt, wenn es klappt, eine kleine Übersicht. Oh, Entschuldigung. Ja, wie Sie sehen, wir haben einen Gleichstand zwischen Angela Gohr und Tobias Kascher. Er sagt schade. Große Koalition. Das zeigt den Kämpfer. Dann haben wir 23 Stimmen für Evelyn Edler und 17 Stimmen für Herrn Zimmermann. Genau. Also ich bedanke mich bei Ihnen. Wir werden sehen, ob es am 13. März aussieht. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie animieren, zur Wahl zu gehen und auch dafür zu werben, dass die Landtagswahl in Anspruch genommen wird. Und jetzt warten wir noch auf das letzte Ergebnis. Genau, die Auswertung aus dem Wahlomaten. Die ist recht interessant ausgefallen. Um es vorab zu sagen, Frau Gohr sollte vielleicht noch mal ins eigene Wahlprogramm schauen mit insgesamt 6 falschen Antworten. Auf dem 2. Platz von hinten kommt Herr Zimmermann mit 3 falschen Antworten. Frau Edler hatte 2 falsch und Herr Kascher nur 1. Ein paar Beispiele. Frau Gohr, Sie sind am häufigsten hier. Zum Beispiel müssten Sie wollen, dass Asylbewerber nicht in Wohnungen untergebracht werden, um ein Beispiel zu nennen. Genau. Okay. Frau Edler zum Beispiel möchte die Linke nicht, dass die 5%-Hürde bei der Landtagswahl abgeschafft wird. Also nicht, dass sie beibehalten wird.
Und Frau Gör, Sie möchten eigentlich auch keine weiteren Privatisierungen von Krankenhäusern. Es gibt noch mehr Beispiele. Dankeschön. Das können Sie und das hoffen wir, wenn Sie gewählt werden, sich für die Ziele, also vor allem für den Harz einzusetzen. Ich möchte hiermit das Wahlforum offiziell beenden, Sie ganz herzlich einladen, unser Gast hier draußen noch seines gemütlich ausklingen zu lassen. Und ich möchte mich mit einem individuellen, das ist ja heute hier so ein paar Mal gefallen, mit einem individuellen Geschenk bei unseren Kandidaten bedanken. Denn wenn Sie aufmerksam gelesen hatten, wir haben in dem Steckbrief gefragt, entweder oder. Und da gab es bei Wein und Bier klare Antworten von den Frauen, die sich für Wein entschieden hatten. Und bei den Herren weder noch. Und Sie bekommen das weder noch. Und was das ist, das können Sie nachher selber rauskriegen. Ich danke Ihnen.